Ja, also pass auf, ich habe jetzt hier die Sachen noch nicht aufgemacht, weil in dem Moment, wenn ja, du die Kiste abbaust, musst du halt die Sachen halt wirklich mittragen. So. Also die das Kisten. Müssen wir einzeln machen, Step by Step. Genau, also ich denke auch, die Betten nehmen wir jetzt mit. Und dann haben wir schon mal das Grundmobiliar da. Und vielleicht du deine Küche. Also da wenigstens eine Kochplatte oder so. Ja. Weißt du, dass wir schon mal drüben so einen Grundbedarf haben? Übrigens, guck mal hier, was ich auch noch habe. Ich habe noch eine gefunden. Noch so eine Maschinenpistole. Ach cool. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie wir die benutzen. So, Und Betten. Ich habe hier deine Stahltrommel mitgebracht, eine. Ja, auch cool. Und Militärelektronik. So, aber jetzt lass erstmal rüberfahren. Ja, warte, ich muss mein Zeug. Also ich glaube, es wäre ganz cool, wenn du hier Essen oder eine Kochstelle oder so schon mal mitnimmst. Ja, du hast nur die Erde hingepackt. Die Kisten mit der Erde sind ja weg. Die habe ich, ja, das habe ich eigentlich, das trage ich gerade mit mir rum, was in den Kisten war. Ach so, okay. Ja, ich nehme, na, warte. Aber ich habe jetzt erstmal versucht, die großen Möbel einzustecken. Ja, ich muss aber, weißt du, wie ich das machen muss? Ich muss das auf dem Ding hier transportieren. Wieso? Ja, weil das sonst zu schwer ist, der Kühlschrank und so. Ich fahre das hier mit zu. Ich komme damit hinterher. Aber ich muss mal diesen Vollanzug wieder ausziehen, sonst. Ja, stimmt, ist ein bisschen heiß. Okay, dann fahre ich das jetzt schon mal rüber. Ja, fahr schon mal rüber. Ich baue die Aber wir sollten, gleich dann zusammen kurz gucken, wo wir die Betten hinstellen und so. Ja, machen wir auch zusammen. Ich fahre jetzt aber los. Ja, mach das, ich bin auch gleich da. Was strahlt denn hier? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo geht's denn hin? Scheiße, ich weiß nicht, wo es hingeht. Da hoch, oder? Uah! Oh, beim Rückwärtsfahren macht er aber hier gleich eine 180-Grad-Wende. Muss man aber aufpassen. So, hier nicht. Ach ne, hier auch nicht, ne? Hier bin ich ja völlig falsch. Was machst du? Du bist ja noch in der Nähe, ich höre dich noch. Was? Scheiße. Könnte sein, dass gleich jemand stirbt hier. Hier hoch? Nee. Achtung. Boah, die Rampen sind ja gefährlich, ey. Meinst du, ich könnte, wenn ich jetzt das Zeug zerstöre, das wäre schon schlecht, oder? Ups, aua. Hier, Manufacturing. Hier wollen wir lang. Boah, das ist aber hier alles nicht so einfach. Nee, warte, hier bin ich ja falsch, oder? Nee, hier komme ich doch her, ist doch falsch. Ich hoffe, es geht hier nichts kaputt jetzt, wenn ich hier irgendwo gegenfahre. Nicht, dass alles zerstört ist dann. Ich habe schon irgendwie kostbare Ware gerade dabei. So, hier hoch muss ich, ne? So, hier bin ich richtig, ne? Nee. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich häng fest. Wow. So, jetzt bin ich hier, glaube ich, richtig. Ah, fuck. Oh, Mann. Ich bin hier. Was
Was will ich denn hier? Hier sind wir völlig falsch. Ach, guck mal, hier geht's noch eine andere Strecke lang. Idiot. Vor allen Dingen, weil ich hier schon mal runtergefallen bin. Vorsichtig. Der dreht manchmal so schnell. Ich habe ein bisschen Angst. Das war knapp, ey. Wenn ich den da runterfallen lasse, dann wird es schwierig, das Brownie zu erklären. So, also das hier war auf jeden Fall die falsche Richtung. Großartig. Warum Rampentime? Was macht er da? Warum die bei ihm im Chat Rampentime schreiben? Andi, wie kann das sein, dass ich vor dir hier bin? Das. Andi, was machst du mit diesem Fahrzeug? Dass du bist motorisiert, ich musste zu Fuß die ganzen Sachen hierher schleppen und du bist noch nicht da? Du kannst ruhig mal aussteigen und ans Funkgerät gehen. Alles okay. Wieso, wo bist du? Ich komm gleich. An die Küche einzurichten und du hast noch Spaß und drehst deine Runden mit dem Garten. Ja, ich fahr hier nur mal ein bisschen rum zum Spaßi. Richte schon mal die Küche ein. Okay. Mach mal bitte einen Ping kurz, ja? Was? Mach mal bitte einen Ping. Ich hab keinen Strom. Du hast einen Rucksack, der dir Strom bietet. Ach Scheiße, ich kann ja gar nicht. Ja. Hier ist eigentlich sinnvoll, den Kühlschrank zu bauen, würde ich sagen.
Es ist Strom aus. It's absolutely Siberian. Ich muss den erst aufbauen. Oh, ich habe keinen Schraubenschlüssel. Das ist doch nicht wahr jetzt. Da ist natürlich keiner drin. Ich will das auch nicht erklären müssen. Mann, ey. All vacant perforations will be resetting in 3. Warum ist da kein Schraubenzieher? Nur so eine Frage, es ist dunkel und Nacht. Bist du in Gefahr oder bist du einfach schon wieder zu Hause? Nee, nee, ich bin hier voll am Arbeiten. Alles gut, alles gut. Ein. Mann, hab ich total vergessen. Scheiß Gabelstapler, das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du doch keinem erzählen, ey. Gab es nicht vor kurzem so eine coole Auflistung, wer so die besten Streamer sind, so bei Spielen? Also mir ist schon mal ein Problem ist mir hier aufgefallen, was wir haben. Oh nein, was denn? Es ist nachts sehr dunkel hier, also hier müssen wir auf jeden Fall an der Lichtinstallation arbeiten. Also es ist wirklich sehr dunkel. Ich meine, du hast Angst im Dunkeln. Also ja, nee, wir können Lichter machen. Ich habe Lichter. Wir haben Lichter. Ja, aber brauchen wir noch nicht dringend. Also nur so als Info. Nachts ist wirklich düster. Aber wieso bist du eigentlich am Funkgerät und fährst nicht? Solltest du nicht eigentlich fahren, um hierher zu kommen? Ich lade gerade noch um. Komm gleich. So eine Vollkatastrophe. Wooden Planks und Screws. Da sind keine Screws. Das gibt's doch echt nicht. Das ist doch echt wirklich. Oh, da ist eine Rampe. Ich raste aus. Da ist eine Rampe. Ich hätte überhaupt nicht den ganzen Scheiß machen müssen. Ich raste. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt wieder einpacken.
Ich glaube, ich brauche beide. Kann alles nie sein. Okay, dann. Ja! Nein! Noch ein kleiner Schubs. Komm schon. Komm, au ruck. Nein. Bin ich wieder runtergefahren. Ja. Kein Problem. Ja, nicht so schnell. Ey, ich kann dich hören. Du bist in der Nähe. Du machst, hast du irgendwas halbwegs richtig gemacht? Hier ist falsch, oder? Also du bist auf der falschen... Du bist auf jeden Fall an der falschen Stelle, um ordentlich zuzuladen. Du hättest wirklich bis direkt hier reinfahren können. Ja, ich weiß jetzt nicht gar nicht, wo ich denn hin? Ja, ich warte mal noch hier. Ich mach mal weiter. Nee, hier bin ich falsch. Oh. So, das war auch falsch. Oh, ist das richtig? Da hinten ist richtig, glaube ich, ne? Hier muss ich lang. Und dann links. I perceive a distinct lack of snacks. Hier wär eigentlich auch ganz gut zum Wohnen, glaube ich. Das ist doch nicht normal. Man denn da hoch? Da kommt man nicht hoch. Guck mal, hier geht's zu Silo 1. Hier waren wir noch nie, hä? Ey, du sollst keine Abenteuertouren machen. Du sagst...
Weißt du, erzählst mir hier, komm, wir machen den Umzug. Ich mach den Umzug allein. Jetzt bist du da auf Abenteuertour einfach. Heimlich hat er sich auf Abenteuertour begeben. Finde ich nicht nett. Ich bin unterwegs. Du musst dir auch überhaupt keine Sorgen machen um all unser Zeug, was ich hier rumfahre. Ja, ja, ist okay. Ich zeig dir dann gleich, wie man fahren muss, ja? Wenn du dann irgendwann an der falschen Ecke ankommst. Auch eng hier. Da muss ich da jetzt echt hier die Treppe hoch? Das geht doch gar nicht. Nee. Ah, Mann, ey, manchmal dreht das Ding so schnell. Nee, also so geht's nicht. Da muss ich da oben und dann runterspringen mit dem Ding. Oder geht's doch durch Manifest? Ich glaube, es geht nur. Hier ist schon auch. Hier wäre schon auch gut, ne? Wenn ich so hoch käme. Ah, getting thirsty. Ja, jetzt reg dich nicht auf. Vorsicht. So. Ach ne, hier war dieses Security-Tor. So, und da geht's nicht lang. Oh, 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 Irgendwer hat das jetzt hier so ungut gemacht. Ist ganz gut, dass wir den Forklift geholt haben. Damit geht das halt schneller. Anstatt es selber so rüberzutragen. Kannst du mal mit dem Ping machen? Er wollte dich krass verlaufen haben. Ping! Ich meine den anderen Ping. Pong!
Komm schon. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich wäre nur, dass Brownie sich schon da in Ruhe einleben kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleich all unsere Sachen verloren sind, die du da drauf geladen hast. Ich frage nur so aus Interesse. Man kann übrigens auch während der Fahrt funken. Was? Nein. Oh, das ist jetzt aber ungünstig. Mami! Kein Problem. Easy. Ey, wo bist du denn? Ach, das war ja gar nicht hier. Ach, das war doch unten. Was? Nix. Absurd. Was hast du denn gemacht, ey? Was hast du denn mit dem Gabel... Ey, du darfst nicht mehr Gabelstapler fahren. Du hast ab jetzt Gabelstapler verboten. Herrlich. Ups. Ja! My glucose levels are dire. Damit geht alles viel schneller. Das ist so gut, dass wir den haben. In dieser Streamer-Skill-Game-Skill-Tabelle bin ich übrigens ganz oben, also über S-Tier. Was hast du denn gemacht? Ich kann das nicht erklären. Ich bin übrigens jetzt da. Ja, das ist sehr schön. Ich komme auch gleich wieder. Oh, ich werde mich schon freuen heute. Ich gucke mir heute zum Einschlafen das Nimm nee, das nicht! Nein, ich muss das löschen. Das darf nie jemand zu Gesicht bekommen. Ey, ohne Witz, was hast du gemacht? Was hast du? Ich habe den Gabelstapler hergefahren. Keine Ahnung. Ich habe in der Zwischenzeit ganz gemütlich die Kücheneinrichtung geplant und umgebaut und überlegt. Ich habe Rampen bauen müssen, das geht alles nicht so einfach. Ja, das hab ich mitbekommen. Warum baust du auch Rampen? Man braucht gar keine Rampen für das, was du machen musstest. Doch, ich konnte ja nicht mit der Tram fahren, oder? Bist du auf der Tram gefahren mit dem Gabelstapler? Sag mir nicht, du bist auch. Ich bin übrigens auch nicht mit der Tram gefahren, nur so zur Information. Ah. So.